Hallihallo Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play oder ich würde es mal sagen zur Mischbox. Denn es sind ja nur noch 7 Tage oder genau eine Woche bis Division 2 rauskommt und in einer Woche ein komplettes Let's Play von einem anderen Spiel machen, wusste ich jetzt nicht unbedingt, welches ich da spielen soll. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir spielen einfach mal die Woche durch darauf, wo ich Bock habe. Einfach mal so ein Spiel. Heute ist es Rainbow Six Siege. Morgen kann es was ganz anderes sein. Oder generell für euch morgen. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Jedenfalls kann es morgen schon ein ganz anderes Spiel sein. Je nachdem, wo ich gerade Bock drauf habe, das werde ich raushauen. Und heute beginnen wir mal mit Rainbow Six Siege. Und ich werde dann eine extra Playlist anlegen, am besten so, ich nenne es einfach Mischbox, die Playlist, und dann findet ihr das da auch da drin und da kommen dann so die Spiele rein. So, ich denke mal, es werden ein paar Ego-Shooter sein, vielleicht mal ein bisschen eine Runde Battlefield, Battlefront, je nachdem, irgendwelche Ego-Shooter, vielleicht auch mal eine Runde Counter-Strike, je nachdem, wie ich Bock habe. So, aber ich will nicht lange schnacken, wir beginnen heute mal, wie gesagt, mit Rainbow Six Siege und fangen hier mal, machen mal direkt ein Rangspiel. So, Auflösung haben wir wieder die 4096, glaube ich, ja, 4096 und eben 4K oder etwas über 4K Auflösung und dann haben wir hier eben, wie gesagt, die 2080 Ti und CPU, haben wir wieder die Radeon 2600X. So, wir spielen Bereich sichern und legen mal los. So, wir gehen am besten hier in die Schlucht rein. So, die werden oben hingehen. Da könnte man eventuell ihn spielen oder wir spielen. Eigentlich bräuchte man, glaube ich, einen Thatcher. Ist unser Team da? Warte mal. Hello, Team. Ja. Sieht so aus, als hätten die Leute keine Lust mit mir zu reden. Okay, egal. Gucken wir mal. So, hier Banner, Termite haben wir. Gut, das sieht gut aus. Dann passt Thatcher auch. Muss ich bloß aufpassen, dass ich nicht gleich direkt am Anfang sterbe oder gespawnt piekt werde. Ja, und wie gesagt, die 7 Tage kriegen wir ganz gut überbrückt. Da wir ja die erste Staffel von Star Citizen abgeschlossen haben und ich da jetzt gar nicht so viel reinwursteln will, höchstens dann mal jetzt am Freitag dann eventuell ein bisschen was über Reverseverse oder so, Neuigkeiten zu 3.5, vielleicht auch, dass da patchmäßig schon irgendwas kommt, da mache ich da ein Video zu. Aber ansonsten, wie gesagt, geht es dann erst ab 3.5 weiter. So, unser Kollege lädt hier noch. Okay, es geht los. Good luck and have fun. Dann gucken wir mal. So, ist meine Mausgeschwindigkeit richtig? Ich habe mich vorhin ein bisschen dran rumgebastelt. Beim BIOS ist es immer ein bisschen langsam oder im UEFI und deswegen habe ich sie da schneller gestellt. Mal gucken, dass es jetzt passt. Okay, ich hätte damit gerechnet, dass die hier sind. Er kam von unten hoch, also die scheinen hier genau geradezu, wo er steht, geradezu in dem Büro zu sein. Könnten wir eigentlich mal umspawnen, wie waren das nochmal? 7, ne? Gut gemacht. 7? Ja. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Einsatz in 5 Sekunden. 5 Sekunden bis zum Einsatz. The can is drunk. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und ziehen sicher. Hier, man muss aufpassen, dass oben am Fenster keiner piekt. Ah, hab schon was gehittet. Da ist schon Blut geflossen. Oh, da ist er auf. Shit. Okay, auf, hier passt. Oben ist auf jeden Fall was. Ah, wenn da zwei davor rumvorwerken, passt mir das nicht so ganz. Können wir uns mal hier hinlegen. Stockpile.
Könnte schwierig werden. Ja, wenn er zu viele rein aimt, ist kacke. Und wo hat er den geholt? Oh? Ne, oben sieht gut aus. Oben ist auch noch zu. Dieses Gesülze von diesem scheiß Lautsprecher, die man auch sagt. Lademagazin! Ja, wenn die hier rumhocken, bringt mir das nichts. At least one up. Ja, ja. Okay. I'm relocked. Klar. Ah, scheiße. Einer vom eigenen Trupp. Ja, er schmeißt halt genau dann die Nate raus, ne, wo ich vorbeilaufe, ey. Scheiß Anlack. Haben wir ja wieder den richtigen Typen hier. Spielen wir ja wieder mit den richtigen Typen zusammen. Das war klar, da zwei sterben, gleich am Anfang, da machst du da nichts mehr. Naja, easy. Waffenschränke wollen die gehen. Waffenschränke, was habe ich denn da mal gespielt? Linie. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Hoffentlich verteidigen sie besser, als sie angreifen. Mach ich mal so. Die Wand ist fertig! Und so wird gleich die Drohne und weg uns auf. Schade, dass man nach dem Patch nicht mehr Fenster blocken kann. Kann sich ruhig marken. Bestdrohne. Geht das hier? Geht echt nicht mehr, Mann. Früher konnte man so schön das Fenster hier blocken. Ballistischer Schild ist errichtet. Ich platziere eine AVS. Oh Mann. Irgendwo hat er hier eine Drohne versteckt. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter entdeckt. Lade
gucken. Das ist noch ein Schild. Oh Mann. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Den Gegner von der Sicherung des Biogefahrgutbehälters abhalten. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter verhindern. Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Sofort. Ja, das ist zu viel. Das ist zu viel, so viel kann ich nicht wegmachen. Eigener Trupp neutralisiert. Ist halt genau der, der mich aufgedeckt hat. Der wusste genau, wo ich bin. Verdammt. Das Game sieht nach Loose aus. Nicht gut, nicht gut. Schreibt easy und hat noch keinen Kill. Noch nicht mal eine Killbeteiligung. Der Lappen. Was hat er jetzt geschrieben? Scheiße, habe ich nicht gelesen. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Na, jetzt werden sie da oben sein, wo wir eben waren. Könnte ich mir vorstellen. Gut gemacht. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Jo, ist es. Die werden jetzt halt richtig aggressiv spielen. Will sie sich jetzt gegenseitig hier geben da, oder? Hinter dem stehen. Ist, glaube ich, keine gute Idee. Ah, gut, da steht dahinter. Einer vom eigenen Trupp vorbei. Ja, das kannst du vergessen. Ja, eigener Trupp. Er kommt halt einfach rumgezogen und gibt mir. Es ist eh egal, wo wir hingehen. Das Ding ist jetzt durch hier. Ich mache Enthaltung. Gucken wir das Spiel mal.
Na komm, ja. Schön bei den Kollegen hier. Virgil. Virgil, Virgil. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Ich hab AVP. Jo. Ich dafür. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Taten sind mehr wert als Worte. Magazinwechsel! Nein. Ich lade nach! Oh, hier mal zu. Bräuchten hier eigentlich noch einen. 5 Sekunden noch. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ich lade jetzt nach! Keine Ahnung, was das hier werden soll. Aufpassen, ich schieße bestimmt runter durch. Na, komm, zeig dich. Zeigen Sie sich. Auf jeden Fall erwischt. Kannst halt vergessen. Mission gescheitert. Ist halt. Neutralisiert. Ist halt für'n Arsch. Nice, nice, thanks, guys. Ja, wenigstens ging's schnell. Damit kann ich leben. So. So viel Zeit ist ja noch nicht rum. Theoretisch. Ach komm, eins hauen wir noch rein. Eins machen wir noch. Eins geht noch. Im Normalfall gehen die Matches ja so lange, dass es eigentlich für eine Folge reicht. Aber egal, komm, eine haue ich jetzt noch rein. Und dann. Ich habe ja jetzt ein bisschen Teamglück. Und dann ist das auch alles schön. Ach, die Map. Oh Gott, ey. Und was haben wir? Bombe? Oh Gott, ja. Nehmen wir mal den Doc. Der Doc. Oh ja, Jesu, ESL, ich hoffe, er spielt auch wie ESL und nicht wie Esel. Der war so cool, ne? Ja, war er. Der war mega.
Ich wollte gerade sagen, wir haben wieder Load Simulator dabei, aber nee, geht. Die Bomben weiter schützen. Okay, hier sind wir. Ja, ich war gerade noch bei Virgil und habe gedacht, ich habe, ja, ihr wisst schon, ne? Aber habe ich nicht. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Verteidigung entsprechend lange. Mal erstmal hier zu. Nehmen uns hier eine Rüstung mit und dann gehe ich mal ein paar Stopper auslegen. Nein, nichts an der Erde. Einmal hier. Es bleiben noch 10 Sekunden. Stacheldraht eingesetzt. Hauptsächlich geht es mir hier um den Push. Dass hier kein Push leuchtet. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Ignorieren Fonds. Einen kann ich euch noch irgendwo hinballern. Das ist natürlich geil, das. Sieht so aus, also gut aus. Wandverstärkung wird eingesetzt. So, auf geht's. Da war doch schon einer, oder? Ist das einer von uns? Nee, gewesen. Nee, war es auf keinen Fall. Das heißt, hier wird gleich aufgemacht. Kann der so schnell hier drin gewesen sein? Zwei gemacht. He's rappelling upstairs. He's inside now. Up you, Jagger. Up you. Ja, ich hab ihn auf jeden Fall ein paar Mal erwischt. Komm, zeig dich nochmal. Geht auf, wir müssen zu schießen. Läuft, komm, das kriegen wir hin, ja. Zeig noch mal das Füßchen, komm. Scheiße. Das war auf jeden Fall der Typ, den ich eben auch angeschossen habe, ansonsten hätte ich keinen Verletzungsassist gekriegt. Zwar nicht viel gemacht, aber dadurch, dass die Zeitdruck hatten, war das eigentlich eine Win-Win-Situation. So. Mag die Map ja nun gar nicht. Theoretisch könnte ich Blackbeard spielen. Okay. Kann ich doch nicht, dann spiele ich ihn hier, komm. Mal ein bisschen ein auf Fuse hier. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Machen wir. Hört sich nach derselben Pose an. Ja. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. So, die habe ich wenigstens. Die anderen müssen die anderen. Aber das werden sie wohl hinkriegen.
Gut, die Bombe haben wir. Du musst ja nur noch. Ja. Sehr gut. Entschärfer ist jetzt gesichert. Rückt zur Bombe vor und entschärft sie. Das Fenster müssen wir aufpassen. Genau geahnt, Mann. Ich hab's genau geahnt. Und jetzt kommt der Pisser da raus, ey. Es ist zum Kotzen. Du siehst es halt nicht, ne? Ich sag's noch, auf das Fenster müssen wir aufpassen. Setzen Marker, aber es guckt halt trotzdem keiner hin. Ist scheiße. Ja, mal ein bisschen durchwechseln, mal, damit wir ein bisschen was obwohl ist hier gar ganz nice ist, wenn wir hier Entschärfer muss zurückgeholt werden können, aber sieht schon nicht so gut aus. Ja. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Komplett aufgerieben hier. Er hat ihn hoffentlich gesehen. Ist Puls, du musst dich beeilen, sonst bist du tot. Ja. Gut, der ist raus. Eigener Druck getötet. Das läuft hier nicht heute. Ich mache einfach wieder Enthaltung. Was spielen wir? Eigentlich könnte ich ihn ja wieder spielen. Ach komm, wir bleiben bei dem hier. Ist mir immer ein bisschen zu langsam. Aber geht schon. Oh. Bin schon ein bisschen müde, ey. Das ist auf jeden Fall die letzte Aufnahme, die ich hier heute mache. Die Bomben schützen. So. Das ist der Raum, das ist der, okay. Das lässt sich eigentlich ganz gut regeln. Lass mal das hin. Mal gucken, dass wir die Außenseite safe machen. Da helfe ich ihm mal. Kein Wasting machen hier. 10 Sekunden noch. Machen wir noch 10. 5 Sekunden noch. Wand wurde verstärkt. Den hauen wir dahin. Bombe vom Gegner entdeckt. Und ich hätte gerne hier einen. Dann habe ich nämlich so ein bisschen einen kleinen Indicator, ob da was kommt. Als ich mich nämlich hier in. Jetzt auch schon ein paar Monate nicht mehr gespielt, deswegen ist das alles ein bisschen. Er wird gucken, dass er eine Drohne jetzt hier reinkriegt. Magazinwechsel! Warum geht die denn nicht auf?
Genau so will ich das. Okay, also wissen wir, dass da was ist. Nur noch ein Nachladevorgang! Was meiner? Alter, hab ich mich erschrocken, Mann. Ich weiß halt nicht von wo, Mann. Das ist ganz beschissen, dass der da jetzt weggegangen ist. Kommt hier. Alter! Aber ihr seht, deswegen dieses Drahtzeug, weil mit diesem Drahtzeug, das kann einen teilweise eine ganze Menge verraten. Zumindest man hat so einen Sound und wenn jetzt 1 gegen 1 oder jetzt in unserem Fall waren es zwar 3 gegen 1, aber man konnte dann lokalisieren, wo er herkommt. Tja, Fuse war jetzt nicht so geil, aber ich nehme trotzdem nochmal. Ja, was heißt nicht so geil? Es war halt dumm. Ich markiere es und passe aber trotzdem nicht auf der Stelle auf. Zeigt meinen Mates, dass sie keinen Fehler machen sollen, dass da einer ist oder zumindest da einer, meistens da einer ist und ich mache selber den Fehler. War halt dumm. Original. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Das ist halt die Frage, wo die sich jetzt hinbewegen. Wahrscheinlich muss ich hier drüben durchfahren. Ich guck mal. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Okay, dann könnte man ja eigentlich versuchen, oben reinzukommen und durchzufusen. Einsatz in 10 Sekunden. Dich bloß. Einsatz in 5 Sekunden. Entschärfer wurde zurückgeholt. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Hört sich für mich danach an, dass oben was rumläuft. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Oh Mann. Da sind die dran. Muss hier mal eine Drohne rein. Entschärfer wurde erneut gesichert. Granate im Kopf. Jump down. Ach komm, das ist doch unfair. Kontrollsprengsatz aktiviert. Ehrlich? Entschärfung zurückgeholt werden. Nur noch einer vom Einsatz.
Ach komm, ja. Eigener Druck wurde eliminiert. Sie sieht mich dann halt da runterspringen, das ist halt wieder Timelag des Todes. Ja. Ich habe die ganze Zeit dahin gezählt, da kam sie da nicht, Mann. Scheiße. Naja, wenigstens habe ich einen mit Fuse tot gekriegt. Einen habe ich blank gemacht. Kacke. Ah, jetzt müsste ich theoretisch den Kollegen hier spielen. Weil die Positions, die jetzt kommen, da ist es schon geil, eine Tür zuzumachen. Zwei, enges Match. Totally. Totally. Die Bomben sichern. Ah. Genau, mit der Position habe ich hier gerechnet, dass die kommt. Deswegen mache ich. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Zum Angriff nehme ich zu. Den Rest aim ich dann ab. Achtung, ein Bombenstandort ist in Gefahr. Wir vermissen die, wenn die hier zu. Hier auch noch zu. Aber die Wand verstärkt! Barrikade errichtet! In diesem Bereich ist die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ich mach dir mal trotzdem die Tür zu. Zu machen kann man ja mal. Nachladen! Castle, can you open your place again here, please? So lächerlich, dass er das kann, ne? Komm, jetzt kommt er da rein. Ist doch zum Kotzen. Nirgendwo passt halt einer auf. Ich laufe in der ganzen Scheißkarte rum und weiß halt nicht, wo ich hin soll, weil nirgendwo mehr safe ist, Mann. Ist doch kacke. Jager, don't ping with Valkyrie Camps, please. Stop pinging, you fucking cunt! Oh Mann, ey. He's in, on B. Coming. Ein Operator des Angriffs verbleibt. Das Ding ist durch, wir verlieren jetzt unsere Angriffsrunde und dann war's das. Läuft nicht. Ich hätte eben diesen... Ach, wie jetzt heißt der verbleibende Gegner. Okay, 1 gegen 1 könnte er vielleicht schaffen. Zeit das läuft in 10 Sekunden ab. Nice one. Good job, dude. Eliminiert. Nicht schlecht. Ich hätte gedacht, das Ding geht jetzt voll in die Hose. Jetzt kann ich es euch gleich sagen, wie er hieß, denn
ich hätte haben müssen. Wo ist er? Hier, Bug. Bug hätte ich haben müssen. Ich bin so unschlüssig, was ich spielen soll. Ich treffe gar nichts. Eigentlich müsste ich ihn hier spielen, weil bezüglich, die werden wieder eine Dings haben. Kevera. Wenn die eine Kev haben, dann ist es ja wieder so eine Sache. Weil die Leute einfach nicht aufpassen. Also bei mir war es eben unlucky. Ich springe da runter, sie sieht mich halt noch, kommt hinter mir hinterher. Ich bin der Letzte, es ist halt alles scheiße. Ja, hier runter brauche ich sowieso nicht. Bereich sicher wäre gut gewesen, hätte man wenigstens unten Keller spielen können. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Entschärfer ist jetzt so gesichert. Spawn-Peaking aufpassen. Haltet nach sonst anderen Ausschau. Geht's wieder in die Hose. So, da ist erstmal so ein Scheißding. Das haben sie gerade kaputt gemacht. Jager in Astronomy. Richtig einen scheiß Hit gekassiert hier. Von diesem Bengel. Ja, da brauche ich jetzt nicht reingehen. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Verlass dich nie auf deine Augen allein. Eine klare Fährte. Ich folge ihr. Da läuft er doch. Warum schießt er denn nicht drauf? Ach komm schon. Dude. Ich sehe, wo du dich versteckst. Einer mit der Fährte. Ja. Dass der da aufgemacht hat, war der größte Bullshit überhaupt. Ah, ich höre den. Was soll ich machen? Ach, das ist... Ja, was willst du machen? Ich mach da nichts. Das ist... Ach, ich lauf ihn halt rein. Kacke! Ja, ich verstehe halt auch nicht, warum der da aufmacht. Mann, der hört den da drüben trampeln in diesem scheiß Raum und macht dann trotzdem da auf. Es sind halt 2 Angriffspoints, die man da hat. Man hat nirgendwo mehr Deckung. Das war halt komplett Blödsinn. Das war kompletter Blödsinn. So, jetzt wird die Folge dann doch recht lange, aber was soll's. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Da sind wir dabei.
halb war es eben. Naja, wir haben jetzt schon wieder fast 20 Minuten drauf. Davor die Runde. Hm? Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Ich will jetzt hier eigentlich nicht die Drohne wasten. Einsatz. Bleib mal kurz hier unten. Ich fahr jetzt gleich durch. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Entschärfer ist jetzt gesichert. So, rück zur Bombe vor und entschärft sie. Ah, klasse. Es ist so dumm. Sie trifft mich halt, obwohl sie 10 Kilometer neben mir steht. Und wahrscheinlich nicht mal ansatzweise auf mich zielt. Aber ich treffe nicht, obwohl ich da in die Richtung ziele. Es ist halt... Naja, egal. Und wieder, es ist wieder dieselbe Scheiße da hinten mit dem Puls und er kriegt's halt nicht auf den Schirm. Ah, Türz, das ist durch. Können wir uns schenken hier. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Mann, das geht mir auf den Sack, ey. Ich höre Steps, aber... Ach, Mann. Eigener Trupp getötet. Ja, aber der Typ ist doch auch ein bisschen komisch, Alter. Was er da gerade abgezogen hat. Na gut, der hört das halt. Er hört halt, dass der in die Falle läuft und... Easy going für die. Komm, spielen wir noch eine Runde Capcom. Beenden wir das Ganze noch mit einem Knall und dann war's das. So, Freunde. Den Bereich sichern. Letzte Runde. Weiter schützen. Wand gesichert. Klar, hat er mich entdeckt. Wenn die sich abfallen, erleben sie eine Überraschung. Don't frost, don't please, frost, please. Let him die, he's a piece of fucking shit. You fucking gunt. Eine Bombe wurde von den Warum?
Why? Why? Because you're a fucking cunt. That's why. You fucking piece of shit. Can you stop raging? Wechsle Magazine! Can he stop throwing games? I told him before not to ping with fucking bunker camps. He did it anyway. Now Mira is asking not so to you shoot him! So he... you are the bastard! I nothing. Can't show him! Because he has to listen! You fucking moron! Gott, ey. Was ein scheiß Idiot, ey. Was ein dämlicher Idiot. Ich sitze auf dem Trockenen! Ja, was willst du halt machen, Mann? Wegen so einem Vollidioten hier, ey. Er tötet lieber seine eigenen Leute, weil der da die Wand hochzieht. Ja, mein Gott, dann zieht er halt die Wand hoch. Mission gefährdet. Was ein dummer Idiot, ey. Spielt er lieber mit einem Typen weniger, anstatt dass die Wand reinforced ist, Mann. Und dann regt er sich noch auf. Normalerweise muss der Typ einen Report kriegen. Ob er Kills gemacht hat oder nicht, es interessiert keine Sau. Nicht förderliches Verhalten melden und dann war's das. Was ein Idiot, ey. Holy fucking shit, ey. So, wir haben wieder Minuspunkte gekriegt. Was soll's? Drauf geh schießen. Ja, Freunde. Lief... toll, muss ich sagen. Lief richtig, richtig gut. Egal, drauf geschissen. Neue Season kommt ja wohl bald, habe ich gesehen. Und ja. Mal gucken, was wir in der nächsten Folge spielen. Auf jeden Fall kein Rainbow Six Siege, das kann ich euch schon mal versprechen. Da habe ich schon wieder Pappe satt. Ich muss mal gucken. Ich muss es dann auch noch downloaden, obwohl das eben nicht so lange dauert. Ich suche mir was Schönes raus, vielleicht noch unter Battlefield oder so. Ich weiß es nicht. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig. Ihr werdet es ja dann sehen in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Wunschbox-Folge wieder. Oder Wunschbox. Wunschbox ist es ja eigentlich nicht. Es ist ja meine Wunschbox. Mischbox, genau. Mischbox, so wollte ich es nennen. Ja, wir sehen uns in der nächsten Mischbox-Folge wieder und bis dahin... bleibt mir gewogen und bis zum nächsten Mal.